Hey, was ist denn los hier? Idiot! Auf, jemand muss die Polizei rufen! Auf! Das sind Mörder! Mörder sind das! Die Polizei muss her und ein Arzt! Sie! Bleiben Sie hier! Kommen Sie sofort zurück! Man muss da was tun! Man ist sicher, sein Leben ist nicht mehr sicher hier! Jetzt schon gut, danke. Nicht so schlimm. Kann ich Ihnen helfen? Das ist ein Schleifstein. Nicht so schlimm. Warten Sie, ich hole einen Arzt, ja? Nein, nein. Helfen Sie mir hoch, ja? Anders um Himmels Willen. Ich kenne die Leute. Ich rufe die Polizei. Nein. Die rufe ich schon selber. Gib sie mir den Koffer. Ich nehme ihn. Gib sie her. Okay. Bringen Sie mich zu meinem Auto. Ich bin ganz in der Nähe. Da lang? Wen rufen Sie denn an? Dr. Schüler. Ist das Ihr Arzt? Arzt ist er nicht. Wenn jetzt jemand sagt, falsch verbunden, bringe ich Sie um. Schon passiert. Wer ist da? Klose? Sind Sie es? Ja. Ich habe einen Steckschuss im Bauch. Und den Koffer haben Sie mir abgenommen. Sind Sie betrunken, Klose? Leider nicht. Man hat Ihnen den Koffer abgenommen? Ja. Und ich kapiere. Interessiert Sie wahrscheinlich weniger. Aber als sehr treuer Mitarbeiter wollte ich Ihnen auch das noch mitteilen. Jetzt mal Tacheles, Klose. Was ist los? Hallo? So, mir reicht's jetzt, ja? Ich rufe jetzt die Polizei an. Warum haben Sie denn gesagt, man hat Ihnen einen Koffer abgenommen? Damit Sie ihn behalten können. Was soll ich mit dem scheiß Koffer? Ich schicke ihn. Das ist Drogengeld. Das dreckigste Geld der Welt. Ich soll es nach Wien bringen. Zum Waschen. Ich verstehe das nicht. Haben Sie was gegen eine Million? Ich war Kurier. Amsterdam, New York, Luxemburg. Ich habe einen miesen Charakter. Nehmen Sie das Geld nach Hause ab. Das Zahlenschloss ist 531. Lassen Sie den Hörer nicht mehr an. Oh.
Einsatzzentrale. Hier ist die Polizei. Bitte melden Sie sich. Was machst du noch in der Küche? Ich trinke noch was. Hast du was gegessen? Hab ich. Was mach ich dir was warm? Nein, danke, nicht nötig. Ziemlich spät. Hm? Nicht später als sonst. Ich geh schlafen, ja? Sag einfach, du hast den Zug versäumt und konntest ihn telefonisch nicht erreichen. Gib mir noch eine Mark. Einreicht. Mir wird schon was einfallen. Was ist los mit dir, Benno? Ich weiß nicht, ob ich soll oder nicht. Schlafen gehen. Nein, telefonieren. Mitten in der Nacht? Hat das nicht Zeit bis morgen? Wenn ich das wüsste. Ist es denn so dringend? Ich will halt keinen Fehler machen. Keinen Fehler machen. Das kann man nur, wenn man gar nichts macht, mein Junge. Genau. Das ist vielleicht der schlimmste Fehler. Überhaupt nichts zu machen. Schlaf erst mal drüber. Ja. Ich geschlafen und träume davon, dass ich im Lotto gewonnen hätte. Ohne zu tippen. Der Tote heißt Klose, Jürgen Klose. Jahrgang 58, also 32 Jahre alt. Wo wohnt er? In der Raimondo-Straße. Müssen wir jemanden benachrichtigen, seine Familie? Ich weiß nicht, er ist ledig. Oder 2000 Mark weiß ich gehabt und österreichische Schillinge. Mit Kurszettel von heute. Autopapier? Ja. Ich habe die Wagen ein bisschen durchgegeben. Ich meine, das Auto könnte hier irgendwo in der Nähe stehen. Das hier sind die Autoschlüssel. Aha. Thank you.
Ja, schnell. Mhm. Guten Abend. Glück gehabt. Der Straßenkarte von Österreich. Ich finde der auch. Sieht aus, als wollte er verreisen. Hast du seine Wohnungsschlüssel? Ja, habe ich. Dann fahren wir hin. Ja, bitte? Wer ist denn da? Klose? Nein, hier ist nicht Klose. Entschuldigung, falsch verbunden. Nein, nein, warten Sie. Sie sind nicht falsch verbunden. Wer ist denn da? Kriminalpolizei, und wer sind Sie? Hallo, hören Sie, tun Sie mir einen Gefallen und melden Sie sich. Ist denn was passiert? Ja, es ist etwas passiert. Herr Klose ist erschossen worden. Hat er seinen Namen genannt? Nein, aber den werden wir schon noch erfahren. So ist es. Ist die Entscheidung so schwer? Ja. Hat es was mit Eva zu tun? Nein. Bleib. Bitte bleib. Polizeieinsatzzentrale? Heute Nacht ist ein Mann erschossen worden. Ich war Zeuge. Ich möchte das melden. Und wo haben Sie den Mord beobachtet? Also der Tote liegt jetzt in einer Telefonzelle am Tirschplatz. Telefonzelle am Tirschplatz? Jetzt sagen Sie mir noch Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Hauke, Benno, Dondorfstraße 12, München-Leim. Auf dem Tirschplatz. Ja, also ich denke, wir gehen. Da kommt nichts mehr. Die Wohnung werden wir versiegeln. Ich hatte, Herr Kollege. Wen haben Sie erwartet? Den Mörder? Natürlich. Da hätten wir den Fall gelöst und könnten nach Hause gehen. Ich wollte nur sagen, dass. Das Telefon klingelt. Moment. Ja? Ach, ihr seid's, ja, Derek? Bist du da nicht in was reingezogen? Doch, da werde ich in was reingezogen. Benno, du warst immer ein vernünftiger Junge. Vielleicht bin ich es einfach leid, ein vernünftiger Junge zu sein. Du weißt, ihr habt immer tun dürfen, was ihr wolltet. Aber es ist nicht immer gut ausgegangen. Genau. Das ist es, was ich mir überlegt habe. Gut. Danke. Es hat sich ein Zeuge gemeldet, der dabei war, als Klose erschossen wurde. Sehr lieb hab. Das weiß ich. Ich hab's dir nur nie gesagt. Ich hab's aber trotzdem begriffen. Es wird die Polizei sein. Lässt du sie rein? Guten Abend.
Wir sind von der Mordkommission. Inspektor Klein, mein Name ist Derrick. Guten Abend. Guten Abend. Ach, haben Sie uns angerufen? Ja, ich war dabei, wie der Mann erschossen wurde. Also, wir fanden den Toten in einer Telefonzelle am Tischplatz? Nein, niedergeschossen wurde er am Eingang von der U-Bahn, also genau genommen unten in der Passage. Das haben Sie selbst gesehen? Ja, ich habe das gesehen, aber bitte kommen Sie hier rein. Haben Sie auch gesehen, wer auf ihn geschossen hat? Ja, ich kam rein in die U-Bahn und unten sah ich... Und plötzlich kamen zwei Typen auf uns zugerannt. Der Mann stürzte davon. Jetzt erst bemerkte ich, dass der so ein Köfferchen dabei hatte. Hat er an sich gepresst. Was waren das für ein Köfferchen? So ein Aktenkoffer. Ungefähr so groß, ziemlich flach, Metall. Und bevor er den Ausgang erreichen konnte, schoss der andere ihn nieder. Und die beiden rannten hin, rissen ihm das Köfferchen aus der Hand und verschwanden zum Ausgang. Wie kam denn der angeschossene Mann in die Telefonzelle? Ich ging zu ihm hin. Und er rappelte sich auf, sagte, es wäre nur ein Streifschuss, wäre alles nicht so schlimm. Er wolle zu seinem Auto, soll ihm dabei helfen. Und er kann die Polizei selbst anrufen. Er kenne die Leute, die ihn niedergeschossen haben. Und auf der Straße ging es ihm plötzlich schlechter. Und er musste unbedingt telefonieren. Ich brachte ihn dann in die Telefonzelle. Dann hat er jemanden angerufen. Er sagte mir die Nummer und ich habe die dann gewählt. Können Sie sich an die Telefonnummer noch erinnern? Ich hab die aufgeschrieben. Wer meldete sich? Ein Dr. Schöler. Und der Verletzte, also der Mann, sagte... Das müssen wir behalten. Und er sagte zu dem Dr. Schöler, man hätte ihm den Koffer abgenommen. Das versetzte den in ganz große Aufregung. Er sagte sowas wie, was ist los, Klose? Klose, sind Sie betrunken? Und der war ziemlich am Ende und bat mich einzuhängen. Er flüsterte noch, er wäre Kurier für Drogengelder, er sollte es nach Wien bringen. Dann war er tot. Warum haben Sie nicht gleich die Polizei angerufen? Es war mir alles zu viel. Der Kerl war mir widerlich geworden. Er lag da wie ein Stück Dreck, das geschah ihm doch recht. Es war doch nicht meine Sache, das wegzuräumen. Ja. Vielleicht sollte ich Ihnen das mal erklären. Würden Sie mal mitkommen? Ja, gerne. Hier ist das Zimmer von meiner Schwester. Sie starb mit 19. Ihre Platten, ihre CDs, ihre Kassetten. Das Bild hat sie gemalt mit 18, Selbstporträt. Sie hat auch komponiert, spielte wirklich sehr gut Gitarre. Wer hat die Gitarre zerschlagen? Mein Vater ist mit ihrem Tod nicht fertig geworden. Hat sich umgebracht. Woran ist Ihre Schwester gestorben? Heroin, Überdosis. Gut, können Sie morgen um 9 Uhr im Präsidium sein, ja? Wir werden dann Ihre Aussagen zu Protokoll nehmen. Und Sie geben uns eine Beschreibung der Täter. Die haben Sie ja gesehen, nicht? Ja. Gut. Gute Nacht. Wiedersehen. Fast, als wäre sie wieder lebendig geworden. Kommst du mal mit? Der Mann, ja? Ich meine, der Verletzte.
Der hat am Telefon gesagt, man hätte ihm den Koffer abgenommen. Und er hat gelogen. Der gab ihn nämlich mir. Hat gesagt, nehmen Sie den Koffer, ich schenke ihn Ihnen. Mutti, verstehst du? Benno, es könnte auch Ihr Geld dabei sein. Ja. Aber die Frage ist, was ich meine, was wir damit machen. Die Frage ist doch nicht uninteressant. Ja, Klose war mein Angestellter. Ein guter Mitarbeiter, mit eigenen Ideen. Ja, privat kannte ich ihn nicht näher. Aber bitte stellen Sie keine Gespräche durch. Auch Dr. Manus nicht. Ich rufe ihn dann zurück. Herr Klose war da sehr zurückhaltend. Ich kann Ihnen da wenig zu sagen. Er war da eher etwas undurchsichtig. Haben Sie ihm Urlaub gegeben? Urlaub? Wie kommen Sie darauf? In seinem Auto fanden wir einen Koffer mit Wäsche, Pyjama-Anzug und aufgeschlagen eine Straßenkarte von Österreich. Er wollte offensichtlich verreisen. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Also eine Geschäftsreise war gar nicht geplant. Nein. Ein Koffer in seinem Wagen, das ist mir zumindest ein Rätsel. Womit befasst sich Ihre Firma? Ich bin Finanzmakler. Ich besorge Finanzierung und überwache sie. Wir sind treuhänderisch tätig. Mit internationalen Beziehungen, Verbindungen und so, nicht? Ohne die kommen Sie heutzutage nicht mehr aus. Geld hält die Welt zusammen. War Ihr Mitarbeiter Herr Klose für Sie auch im Ausland tätig? Oh ja. Ja. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann. Ach, wollen Sie nicht einen Blick auf seinen Arbeitsplatz werfen? Hm? Ja, gerne. Herr Derek und... Grüß Gott. Klein. Herr Klein, Entschuldigung. Von der Kripo. Grüß Gott. Das ist Frau Lenz. Hallo. Eine wichtige Mitarbeiterin, die hier in diesem Raum mit Herrn Klose zusammengearbeitet hatte. Vielleicht kann sie Ihnen etwas Genaueres sagen. Ja, und das hier ist der Schreibtisch von Herrn Klose. Wenn Sie da mal reinschauen wollen, meine Herren, bitte. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er irgendwelche privaten Unterlagen enthält, oder? Nein, nur Geschäftsvorgänge. Ich habe die Unterlagen mit zu mir herübergenommen, weil sie erledigt werden müssen. Ach, das ist aber nett. Dann können wir uns ja unsere Durchsuchung ersparen, wenn Sie sie schon vorgenommen haben. Oh, es tut mir wirklich leid, wenn ich Ihnen da irgendwas erschwert haben sollte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber es gab da wichtige Termine. Ja, es war ja auch gar nicht böse gemeint. Hat Herr Klose Ihnen gesagt, dass er verreisen will? Nein. Es standen wichtige Besprechungen mit Kunden aus Übersee an. Und privat? Das ist schon fast beschämend, wie wenig man sich doch kennt. Obwohl man schon so lange zusammenarbeitet, nicht? Herr Tarek, Entschuldigung, er hatte Schwierigkeiten, von Barcelona durchzukommen. Oh, ja. Tut mir leid. Ich stehe Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, aber wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Nein, nein, lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten. Dr. Schüler. Tja. Jetzt müssen Sie für zwei arbeiten. Eine ganz normale Firma. Ja, ja, da ist nur ein ganz kleiner Kern. Ganz klein, aber der stinkt. Ich kann mich hier mal bei den Kollegen vom Rauschgift schlau machen, ob die über die Lenz was wissen. Das ist durchaus möglich. Aber Sie haben dem Schüler nie etwas nachweisen können. Der hat Sie ganz schön angekriegt wegen übler Nachrede, Verleumdung, Geschäftsschädigung. Die halten sich da raus, Harry. Es sei denn, man legt ihnen handfeste Beweise auf den Tisch. Hm. Es sei denn. Aber ich glaube, wir haben da wenig Chancen. Gedacht, hoffentlich sehen Sie dir nicht an, wie nervös du bist. Hat man es mir angesehen? Nein, ich glaube nicht. Ich war nervös. Was heißt nervös? Ich habe Angst, ganz gewöhnliche Angst. Das Gespräch aus Paris schon da? Es kam, während du mit den beiden zugange warst. Ja, sollte ich es da hier reinlegen? Was sagen Sie? Sie sind morgen da. Na, ich meine, welchen Eindruck hattest du? Sie sind immer aufgescheucht. Das sind wir ja auch, das sind wir alle. So schön gelaufen bis jetzt.
Wer? Wer versaut uns das? Komm schon. Benno. Mittags nicht da? Das schaffe ich heute nicht. Ich esse dann wieder in der Mensa. Tschüss, ihr zwei. Und du kommst, Sally. Hallo, Benno. Hey, ich dachte, du bist schon in der Uni. Ich habe noch bis immer ein Referat geschrieben. Ich soll das wirklich vorlesen. Zu spät. Letzter Abgabetermin. Aber ich mache dir eine Kopie. Hast du den Titel geändert? Ein bisschen. Das Bild des Menschen in der griechischen Antike. Wow. Muss ich unbedingt lesen. Ich geb's dir heute Abend. Ich hab's eilig. Tschüss. Ciao. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Kommen Sie mal schnell mit, bitte. Wir haben hier nämlich die Phantombilder. Wenn Sie sich die mal ansehen wollen. Gerne. Na, wie finden Sie die? Doch, die sind irgendwie geglückt. Ich meine, ich habe die Täter nicht lange gesehen. 20, 30 Sekunden. Das Licht war ziemlich schlecht. Aber doch, ich finde die ziemlich gut. Wir müssen Ihnen etwas dazu sagen. Sie sind der einzige Augenzeuge, der die Täter identifizieren kann, also sind Sie in großer Gefahr. Aus dem Grunde haben wir auch die Presse nicht informiert. Ich hoffe, Sie haben Ihren Bekannten hier nicht erzählt, was passiert ist. Nein. Dann tun Sie es auch in Zukunft nicht. Mach ich. Haben Sie mit Dr. Schöler gesprochen? Ja, ja. Wir haben da Auskünfte eingeholt und alles, was wir da erfahren haben, das deutet darauf hin, dass ein Beteiligter ist, das Beteiligte am Ausgiftgeschäft. Also dann haben Sie ihn festgenommen? Nein, es gibt gar keine Chance, ihn zu überführen. Es ist gleich null. Gibt es irgendwelche Vermutungen, wer Klose ermordet hat? Ist auch sehr schwer zu sagen. Im Moment streiten sich da zwei rivalisierende Gruppen um den Markt hier. Kolumbianer-Türken. Sie verstehen schon. So eine Art Drogenkrieg ist das, ne? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tja, das war's auch schon. Wiederschauen. Denken Sie daran. Vorsichtig, ne? Danke. Wiederschauen. Was waren denn das für Leute? Polizei. Zeugenaussage. Zeugenaussage? Unfall? Nee, sowas Ähnliches. Als nicht so wichtig. Hm. Könnte ich vielleicht einen Schnaps haben? Du willst einen Schnaps haben? Mann, ist das ein Tag voll. Wenn wir anrufen, kommen wir gar nicht zum Arbeiten. Tag, Jürgen. Tag. Tag, ich schon so früh? Ja, wir haben heute schon sehr früh angefangen. Wow, welche Freude. Na, dann wollen wir mal hochklettern. So. Gute Schau. Danke. Kannst du mal einen Benno schicken, wegen der Schokoladencreme? Später, seine Mutter ist gekommen. Seine Mutter? Ja, ich weiß schon, was ich nehme. Hat er gesagt, dass sie kommt? Nein, ich schicke ihn dir dann. Ja. Ich nehme das Ratatouille. Das ist nicht fett, oder? Aber nein, das ist die reinste Diät. Trotzdem, ich nehme die Salatschüssel. Naja, dann kannst du heute Nachmittag wieder eine ganze Torte verschlingen, ne? Also die große Salatschüssel. Große Salatschüssel. Und überhaupt, wer hat denn gestern den Mohnkuchen? Ich doch nicht. Na, wer dann? Zwei Stückchen hatte ich in Seitenfach im Kühlschrank gelegt. Versteckt. Und die Vorlänger macht gerade eine Hungerkur. Oh, sehr netter Kollege. Was soll denn Charme wie eine ungarische Salami? Mineralwasser, bitte. Da könnte ich vielleicht einen Kaffee für ihn. Anlageberatungsgruppe, Dr. Schöler? Ja, hier, Benno Hauke. Ich möchte mit Dr. Schöler sprechen. Moment bitte, ich verbinde Sie mit Frau Lenz. Ja, Herr Lenz? Haben Sie einen Termin mit Dr. Schöler vereinbart? Ich bin nicht angemeldet. Ich kenne Dr. Schöler nicht persönlich, aber ich muss ihn dringend sprechen, schon in seinem eigenen Interesse. Moment bitte. Kannst du bitte noch schnell rüberkommen?
Mit wem spreche ich bitte? Benno Hauke. Ich war auf dem U-Bahnhof, als Ihr Angestellter, der Angestellte von Dr. Schöler, angeschossen wurde. Sie waren also dabei, als Herr Klose angeschossen wurde? Er wollte, dass ich ihn zu seinem Wagen bringe. Konnte kaum noch gehen. Ich habe ihn gestützt. Und er sagte, er schaffe es nicht mehr und müsse unbedingt telefonieren. Ich war zusammen mit ihm in der Telefonzelle. Was sagen Sie da? Sagte, dass ich mit Ihrem Angestellten zusammen in der Telefonzelle war. Mit Herrn Klose. Er sagte zu Ihnen, er habe einen Stickschuss im Bauch. Man habe ihm den Koffer abgenommen. Den Koffer abgenommen? Den Koffer, den er nach Wien bringen sollte. Drogengeld. 1 Million. Was? Moment mal. Stickschuss im Bauch. Sie haben mir den Koffer abgenommen. Seine Worte, das sind seine Worte. Genau das hat er zu mir gesagt. Was tun? Ja, hör ihm am besten zu. Von was für einem Koffer reden Sie denn da? Ich sagte doch schon, den Koffer, den er nach Wien bringen sollte. Klose hat gelogen. Man hat ihm den Koffer nicht abgenommen. Er sagte, es geht zu Ende mit ihm. Hier, nehmen Sie den Koffer, ich schenke ihn Ihnen. Und den Koffer, den habe ich jetzt. Moment mal. Was hältst du davon? Ist das ein Wahnsinniger? Wer sind Sie? Geben Sie mir Ihren Namen. Und wie kann ich Sie erreichen? Steht im Telefonbuch. Hauke. Hier. Hauke Benno. Schön und gut, aber die Frage bleibt, was ist das? Eine wahre Geschichte, eine falsche, irgendein Trick? Wenn einer 1 Million hat, sie auf diese Weise geschenkt bekommt, der erzählt das doch nicht. Der behält sie und sagt keinen Ton. Warum ruft er hier an? Ja, bitte? Moment mal. Benno Hauke. Ja? Wissen Sie, es hat mir sehr zu denken gegeben, dass Sie sagten, Sie können den Mann nicht verhaften. Sie sagten doch, Sie hätten keine Chance, ihn zu überführen. Habe ich gesagt. Ich habe da eine Idee gehabt. Ich hoffe, Sie werden mich jetzt loben. Es kommt aber ganz auf die Idee an. Erzählen Sie mal. Ich habe Dr. Schöler angerufen. Was haben Sie gemacht? Ich habe ihm gesagt, ich war in der Telefonzelle, als Klose mit ihm telefonierte. Ich weiß jedes Wort, was gesprochen wurde. Warum? Warum haben Sie das getan? Jetzt hören Sie doch erst mal zu. Jetzt kommt es nämlich. Ich sagte zu Schöler, Ihr Angestellter hat Sie belogen. Man hat ihm den Koffer nicht abgenommen. Er hat ihn bei sich. Er wusste, dass es zu Ende geht mit ihm. Und hat ihn mir geschenkt. Und dann sagte ich zu Schöler, den Koffer, den habe ich. Entschuldigung, bitte. Sag mal, ist der wahnsinnig? Jetzt verraten Sie mal bitte, wo sich da die gute Idee verborgen hält. Die vermisse ich nämlich. Ja, Mensch, begreifen Sie denn nicht? Ist doch klar, dass Sie jetzt auf mich losgehen. Ich meine, das ist doch Ihre Chance, die Kerle zu überführen. Wo sind Sie jetzt? Bei der Arbeit. Bleiben Sie da, wir kommen sofort. In Ordnung. Ich wusste, dass Sie das vom Hocker reißt. Sag mal, der ist doch nicht ganz gescheit. Pass auf dich auf. Mach dir doch keine Sorgen. Ich tschüss, muss mal was tun. Tschüss, mal so. Eva, du bist schon da. Sei froh. Wenn du stundenlang telefonierst, bricht dir noch der ganze Laden zusammen. Ich war nicht sauer. Na, aber ein bisschen flott. Giovanni ist heute auch schon zu spät gekommen. Hör mal, Giovanni, da hinten will jemand einen Cappuccino, ja? Du am Tisch 13 fände ich's toll, wenn du da mal... Entschuldigung, ich habe noch nicht mal keine Zeit. Ich muss dir den Herrn vielleicht wir müssen reden. Wo kannst du das? Vielleicht da hinten. Okay, stimmt so. Danke. So, hier werden 2 Plätze frei. Ja, was stellen Sie sich denn vor, wenn auch einen ruhigen Platz kommt? Eva, kann ich mal kurz in das Zimmer? Ja, klar. Ist aber nicht aufgeräumt. Ach, okay, jetzt erkläre ich das später. Würden Sie mir bitte folgen? Alles ein bisschen eng hier. 2 Kaffee, 1 Creme Karamell. Und? Und den Rest erkläre ich dir, wenn ich selber weiß. Ja, doch. Ich weiß ganz genau, was Sie jetzt denken.
Sie wollen mir klar machen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es ist doch geradezu eine verrückte Idee, den Schöler anzurufen, ihm weiszumachen, Sie hätten den Koffer. Begreifen Sie denn nicht, das ist doch der Punkt. Die Ratten kommen jetzt zum Vorschein. Sie haben Ihre Chance. Wir haben unsere Chance. Ja, die kommen jetzt aus ihren Löchern. Sie können endlich zuschlagen. Sie machen sich zum Köder. Wir haben unsere Chance. Wenn Sie es so ausdrücken wollen, bitte. Aber die sind doch nicht so blöd und bringen mich gleich um. Die wollen doch den Koffer. Und deswegen werden die mit mir reden. Wissen Sie, was das bedeutet? Wir dürfen Sie nicht mehr aus den Augen lassen. Keine Sekunde. Tun Sie es für Ihre Schwester. Meine Schwester ist tot. Ich tue es für die, die noch leben. Weiß Ihre Mutter Bescheid? Wir haben alles gemeinsam besprochen. Ey, wann machen Sie Schluss hier? Gegen Mitternacht. Dann nehmen Sie sicherheitshalber ein Taxi. Das schicken wir. Das wäre zu auffällig. Ich muss einfach ganz wie gewöhnlich immer zu Fuß zur U-Bahn gehen. Dann verringern Sie aber Ihre Chance, heil davonzukommen, sehr. Das muss ich in Kauf nehmen. Also, Sie machen jetzt Ihre Arbeit weiter und verlassen auf gar keinen Fall das Lokal. Auf gar keinen Fall hören Sie ohne Absprache mit uns. Hier, warten Sie mal, hier ist meine Telefonnummer. Sie können mich ständig erreichen und wir gehen jetzt mal runter und schauen uns das Lokal an. Sagen Sie, ist was mit meinem Kellner? Wie meinen Sie? Er ist plötzlich so verändert. Benno ist wie ein Kind des Hauses. Er hilft hier regelmäßig aus. Das fing mal in den Semesterferien an vor Jahren. Er ist tüchtig und er scheut auch keine Arbeit. Aber so wie jetzt habe ich ihn noch nie gesehen. Und Sie sind von der Polizei. Werner? Ja. Meinst du, ich habe einen Fehler gemacht? Weißt du, man hat so seine Vorstellung von der Welt, in der man lebt, von den Menschen. Und eines Tages merkt man, dass man sich was vorgemacht hat. Man versucht, sich dagegen zu wehren. Aber man weiß nicht, wie. Du tust eben was dagegen. So sehe ich das. Das heißt also, ich habe keinen Fehler gemacht. Das ist das Lokal, in dem er arbeitet. Er verlässt es gegen Mitternacht und geht zur U-Bahn. Er nimmt immer denselben Weg. Das sind etwa... Das sind etwa 1, 2, 3, 4 Straßen. Er geht den Weg allein. Also wenn da etwas passiert, wir können nur weiträumig absperren. Das ist die U-Bahn-Station. Wir postieren dort 3, 4 Beamte, die ihn dann während der Fahrt im Zug begleiten. Hier wohnt er. Das ist eine sehr beliebte Straße, ein Mietshaus mit, wie viele Parteien waren das? 12. 12 Parteien. Also, wir werden das Haus natürlich überwachen, so gut es geht. Ein Mietshaus mit, ich meine, 12 Parteien, die sorgen für einen lebhaften Verkehr, nicht wahr?
Eingang ist da vorne, meine Herren. Der falsche Laden! Seit ich auf die Gäste aufpassen soll, habe ich bei jedem, den ich nicht kenne, ein schlechtes Gefühl. Wir machen gleich Schluss, meine Herren. Ach so, wir wollten jetzt zwei Bier trinken, also auf die Schnelle. Gut, aber nicht länger als 10 Minuten. So. Die beiden Herren am Ecktisch, am Fenster. Und der Herr am Spielautomat. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Nee, wir bleiben hier stehen. Sie machen doch eh gleich zu, ne? Ja, in 10 Minuten. Herr Ober! Noch einen Schnaps? Was macht er? Der Typ will noch was zu trinken. Und können Sie mir wechseln? Ich brauche noch Kleingeld. Spuckt er nichts aus? Nee, er hat den Bauch voll und spuckt nichts aus. Der Kasten ist doch in Ordnung, oder? Ja, wird von Zeit zu Zeit kontrolliert. Gauner gibt's überall. Das stimmt. Ich komm gleich wieder. Will Kleingeld. Der war noch nie hier. Ich weiß nicht, komischer Typ. Sag ihm, wir machen gleich Schluss, ja? Er will noch einen Schnaps. Bitte. Schluss, wissen Sie? Ich werde schon merken, wenn er die Stühle auf den Tisch stellt. Sag mal, ist der irgendwie ausgebeult? Wie schlank ist er denn? Wüsst du nicht, wo er eine Pistole haben könnte? Ein Messertyp. Ja, na warte. Entschuldigen Sie, wo finde ich denn die Toilette, bitte? Da. Danke. Gute Nacht. Drei Verdächtige, einer allein, zwei an einem Tisch. Nichts unternehmen. Was macht Hauke? Geht herum ein bisschen wie ein Schlafwandler. Sieht man es ihm an? Ich sehe es ihm an, weil ich weiß, wie ihm zumute ist. Wann machen die Schluss da? Die Leute zahlen schon. Ich sag dir dann Bescheid, wenn Hauke geht, Ende. Zahlen, bitte. Die werden den doch nicht hier im Lokal umlegen. Besser nicht. Mach ich. Zwei Bier. Und 7 Mark. Wer sagt, dass Benno aufkommen soll? Ist das gut? Benno, du sollst zu Eva aufkommen. Geh durch die Küche. Rauskommen. Haben beide Männer übernommen, einer geht auf einen Land Rover zu. Verstanden. Achtung an Streifenwagen. Ja.
Geh nicht, Benno. Ich hab Angst. Bleib einfach hier. Bleib hier. Bitte, Eva. Ich habe darüber nachgedacht, ob es einen Sinn hat, was du tust. Ich habe deine Schwester ja gekannt. Ich weiß, wie sie zugrunde gegangen ist. Aber glaubst du, dass du etwas ändern kannst? Jetzt hör mir mal gut zu, Eva. Man darf nicht aufgeben. Sonst gibt's keine Hoffnung. Und ohne Hoffnung kannst du nicht leben. Jetzt geh ich. Gute Nacht, Giovanni. Musst du denn jetzt gehen? Er muss nicht rausgehen. Er kann auch hier bleiben. Aber ich meine, was ist morgen oder übermorgen oder in einer Woche? Ich meine, wir können sie nicht ständig überwachen. Glauben Sie ja nicht, dass mir das gefällt. Ja, bitte. Ja, ja. Moment, bitte. Benno wird von seiner Mutter. Mama? Ich bin noch da, hier bei der Arbeit. Warum rufst du an? Ist bei dir alles in Ordnung? Ja. Bei mir ist alles in Ordnung. Zwei Polizisten sind bei mir. Benno? Ja, Mama? Ich habe Angst. Ich auch, Mama. Tschüss. Nö, da ist nix. Ich gehe dann jetzt. Aber es ist Ihre eigene Entscheidung. Gut, Sie gehen jetzt vor und wir beide folgen etwas später. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Ich finde das ganz schön mutig, was Sie da machen. Soll mich das glücklich machen? Ich wollte Sie nur gesagt haben. Moment. Er geht jetzt raus. Okay, dann geht's doch bei uns los. An alle! Benno! Ich komm noch mit zur U-Bahn. Das kann mir doch keiner verbieten. Oder ich kann noch mit zur U-Bahn kommen. Nur bis zur Ecke. Komm, komm, wir gehen. Wenn jemand bei dir ist, dann können sie dir nichts tun. Bitte, Eva, du gehst jetzt zurück, ja? Noch bis zur Ecke. Ab da ist hell. Gut, nur bis zur Ecke. Hey, du zitterst ja. Komm, geh zurück. Ich kann nicht. Du sagst mir jetzt auf Wiedersehen, ja? Was ist denn los? Läuft da was schief? Das Mädchen ist mitgegangen. Moment. Sie kommt zurück. Wir gehen jetzt los. Ich lass mich. Wo steckt Rocky jetzt? Gisela Straße hin. Herr Hauke, bleiben Sie nicht stehen. Drehen Sie sich nicht um! Stecken Sie sich eine Zigarette an! Lassen Sie sich Zeit dabei. Wer sind Sie? Kommen Sie zum Wagen.
Wenn Sie jetzt weitergehen, wird man auf Sie schießen. Und wer wird auf mich schießen? Dieselben Leute, die Klose erschossen haben. Na los, strecken Sie ein! Wagen ist Schöler, ich erkenne ihn an der Stimme. Also abwarten. Sie sagten, Sie haben den Koffer? Klose hat Sie belogen. Er gab ihn mir. Er sagte Drogengeld. Das dreckigste Geld dieser Welt. Das dreckigste Geld dieser Welt. Jedes Geld ist dreckig. Mal mehr, mal weniger. Wo haben Sie den Koffer? Ich habe ihn. Ich wusste halt nicht, wohin damit. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie können einen Teil behalten. Drei Männer nähern sich dem Wagen. Auf zwei können die Fahndungsbilder zutreffen. Kommen Sie raus. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ist alles vorbei? Alles vorbei. Vom Herzen gefallen. Ihr müsst es bis hierher gehört haben. Darf ich fragen, warum? Na, ich habe in der Zeitung gelesen, dass da jemand, anonym natürlich, 1 Million gespendet hat. Stellen Sie sich das mal vor. Und zwar ausdrücklich bestimmt zur Schaffung von Therapieplätzen für Drogenkranke. Eine Menge Geld. Ja, und das Komische ist, er hat es bar geschickt in einem kleinen Koffer. Ja, war ungefähr so lang, so breit und so flach. Metall. Spielt es eigentlich eine Rolle, wie das Geld gekommen ist? Eine ganz entscheidende. Denn sonst hätte ich natürlich nach diesem kleinen Köfferchen bei Ihnen mal nachsuchen müssen. Entschuldigung, ich muss zu einem Gast. Einmal Frühstück Nummer 2, bitte. Sah Welten erstehen und vergehen.